Die Ansage an Til Schweiger habe ich hier in dieser Kulisse am 2.8.2015 gemacht. Eine Riesenresonanz, zuerst positiv, dann kamen die Trolle, dann wird es jetzt so langsam negativ. Til Schweiger hat Trolle. Til Schweiger bekommt Kritik. Hallo, bekommen wir alle. Meiner einer, der Medienkanzler bei AWH News TV. Alle wollen heiße News. Ja, ist doch so. Besonders die Trolle, die aus welchem Grund auch immer Texturen unter Videos knallen oder bei Facebook oder sonstige Sachen betreiben, um jemanden zu schaden. Die Frage lautet nur, warum machen solche Personen es? Die Gründe sind global. Aus irgendwelchem Grund wird so einer wie ich jetzt hier, der Til Schweiger aufruft, uns zu sagen, was ist ein Vorzeigeheim? Warum macht er das? Nein, Til Schweiger benimmt sich so wie Klaus Kinski damals. Ja? Til Schweiger macht Klaus Kinski 2.0. Er macht einen auf cholerisch. Das soziale Netz ist nicht sozial. Facebook ist nicht sozial. Wir alle sind auf amerikanischem Territorium. Facebook ist gepostet und gehostet in den USA. So, die USA denkt anders, wissen wir. Die USA verhält sich anders, wissen wir. Wir wissen alle eine Menge, aber eines sollten wir doch mal in Betracht ziehen. Ein Mensch, der spricht, der spricht. Ein Mensch hat eine Meinung, ist seine Meinung. Ob er diese Meinung jetzt, so wie ich, der Medienkanzler hier bei AWR News TV, öffentlich beiträgt, um zu sagen, mein lieber Freund, Til Schweiger, warum machst du das? Til Schweiger ist so, auch am Set, muss man sich mal anschauen. Til Schweiger ist an sich ein Lausbub der alten Geschichte, ein Junge in Männergestalt. So, mag ja alles sein. Ich beleidige als Medienkanzler niemanden, ich gehöre auch keiner politischen Sektion an, ich bin nicht politisch. AWR News TV ist und bleibt neutral. Aber eins möchte ich mal öffentlich klarstellen. Täglich wird geholfen. Es werden sogar viele Gelder ausgegeben, um Hilfe zu leisten. Es kann aber nicht sein, dass da welche drunter sind, die diese Hilfe annehmen und in Wirklichkeit betucht sind. Es kann nicht sein, dass unter diesem Thema, was momentan so echauffiert, die Presse bewegt, und es kann auch nicht sein, dass ein Til Schweiger 500 Euro pro Talk bekommt, um andere Menschen anzugreifen. Es ist zwar schön und gut, dass er den Trollen nach dem Munde spricht, und es ist toll, dass Till der größte Troll geworden ist, indem er Leute anpumpt. Ich helfe täglich, investiere viel Geld und bin still an sich, denn jetzt mache ich hier den Lauten. Das ist jetzt der dritte Videoclip, Punkte Til Schweiger. Ich muss es leider veröffentlichen, ich muss mich vor die Kamera hinstellen, weil ich noch zur alten ersten Garde YouTuber gehöre, wo YouTube noch gehostet bzw. gehostet in Belgien war. YouTube gehört heute der großen Firma Google und Facebook ist der nächste Guru. Die anderen Communities gibt es ja gar nicht mehr. Die Anfeindungen sind okay. Man darf mich anfeinden, ist ja überhaupt kein Thema. Man darf sich aber auch mit mir höflich unterhalten. Ich bin also nicht gewillt, nur pampige Trolle freundlich entgegenzugehen. Nun, Til Schweiger ist ausgerastet. Til Schweiger hat in die laufende Kamera reingeblökt oder bei Facebook reingeschrieben. Meine lieben Trolle, macht was ihr wollt. Ich freue mich, dass ihr euch Zeit nehmt, den Medienkanzler zu beschimpfen, zu beleidigen. Freut mich. Ihr habt ja richtig Zeit. Finde ich toll. Also ich habe keine Zeit. Diese Videos werden zwischenzeitlich gemacht. Und AWR News TV ist nun mal eine berufliche Geschichte.
Satire, Nonsens und Comedy und ist an sich im Hintergrund tätig. Das nennt man Freelancer Crew. So, noch einmal. Til Schweiger sagte, Vorzeigerhaus. Wir alle fragen, was ist ein Vorzeigerhaus? Til Schweiger hat einen Film gemacht, darauf kann er stolz sein, Honig im Kopf, mit einer Legende, Didi Dieter Hallervorden. Seine Tochter spielt auch gut. Til Schweiger hat erstklassig den Film in Szene gesetzt. Können wir jetzt gut finden oder nicht gut finden? Ich finde ihn gut, bin nur etwas erstaunt, dass Didi da mit der Pistole in ein Bücherregal feuert oder ein Auto zerschrottet. Die Wahrheit ist ja langweilig. So, ich bin ein total normaler, somit bin ich auch total langweilig. Gebe ich auch öffentlich zu. Ich bin ein totaler Langweiler, weil ich ein total normaler Mensch bin. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel Erfahrung und ich habe auch sehr viel berufliche Erfahrung. Wirtschaftlich, beruflich kann ich mitreden und menschlich kann ich auch mitreden, weil ich bin, wie viele andere auch, 14 Jahre nach D-Day geboren. Das heißt also, wir haben den ganzen Quatsch davor, 33-45 Thematik und Ersten Weltkrieg und was weiß ich nicht alles, nichts mit zu tun. Wir sind in den 50-60er Jahren groß geworden, deswegen sage ich auch, Til Schweiger benimmt sich heute wie damals Klaus Kinski. So, ist eine Aussage. Augenscheinlich, so wie er sich gibt. Klaus Kinski gab sich genauso, drehte am Rad. War aber ein verdammt guter Künstler, sonst wäre er ja nicht eingeladen worden. Aber grobschlächtig daherkommen, grobschlächtig einen angreifen, grobschlächtig mich persönlich als Medienkanzler, als Spielfigur, als Filmfigur anzukreiden, mich anzufäden, mich zu beleidigen, schade eigentlich. Ich möchte mal öffentlich ganz klar sagen, ich bin kein Reichsbürger, nur weil ich im Moment Glatze habe. Ja, muss mal gesagt werden. Ich mache jetzt auch wie Frau Merkel. Wow, wow, wow. Ich mache jetzt einen auf Stefan Raab. Okay, ihr interpretiert in ein Video hier eine Menge rein. So, ich habe mir jetzt Zeit genommen, um mal eine Aufklärung zu machen. Unten links seht ihr ja das Video, das Umstrittene, das ich gemacht habe am 2.8., wo wirklich Frau Hannelore Kraft öffentlich gesagt hat, dass 1.000 pro Tag, somit 7.000 die Woche erscheinen, abends um 18 Uhr Tagesschau, denn es war ein Samstag, hat der Tagesschau-Sprecher gesagt, 7.000 sind soeben angekommen. Da meinte er die gesamte Woche. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es kommen Menschen, die um Hilfe bitten. Seht euch bitte um. Es wird geholfen. Das Problem ist halt nur, dass man so schnell gar nicht helfen kann und man kann nicht allen helfen. Das Problem ist auch die Medien, die zeigen Griechenland. Wir wissen, dass es den Griechen nicht so gut geht. Und wenn da ganz viele Menschen ankommen, ist doch wohl klar, dass da etwas passiert. Ja? Nicht viel, aber laut Medien eine Menge. Real passiert gar nichts. Real ist ziemlich alles ruhig. Real binden Clans aus verschiedenen Ländern, die Polizei, weil die Clans auf deutschem Boden Theater machen, sind aber keine Deutschen. Es sind Clans gewisser Familiengruppen, die sich gegenseitig behaken und somit die Polizei binden. Bis zu 200 Polizisten sind im Einsatz, um zwei Familien aus fremden Ländern auf deutschem Territorium in Schach zu halten. Das kostet alles Geld und dieses Geld fehlt bei Menschen, denen geholfen werden soll. An allen stillen, leisen Helfern. Herzlichen Dankeschön, ihr macht es toll, man sieht euch nicht, man hört euch nicht, aber ihr helft. So, viele fahren die genannten durch Essen, durch Nordrhein-Westfalen, um zu zeigen, wie schön es an sich auf eine Art hier ist. Eine Wohnung zu bekommen, ist so eine Sache. Es ist alles
so eine Sache, denn wir haben genügend eigene Arme, gewollt, nicht gewollt. Man kann sehr schnell arm werden. Und wenn man dann solche Reaktionen bemerkt, bekommt man keine Angst. Man fragt sich, wo leben wir eigentlich? So, wir drehen den Film, das habe ich gesagt, so ist Deutschland wirklich. Um das drehen zu können, müssen wir erstmal wissen, was Deutschland überhaupt ist. Wir können uns die gesamten Parolen aller leider nicht. Nee, geht nicht. Tut mir leid. Wir sprechen mit den Richtigen. Mit Frau Merkel, mit Frau Annelore Kraft, also die Leute, die an der Macht sitzen, fragen wir höflich an. Wenn wir eine höfliche Rückantwort bekommen, können wir damit arbeiten. So. Und wenn man Bücher liest und quer liest und verschiedene Bücher liest, die dazugehören, auch Gesetzestexte, die dann liest, in der heutigen Zeit gibt es noch Bücher, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt nicht nur den Computer. So, ich habe jetzt wieder lang genug ein Statement hier abgeliefert. Ich war nur echauffiert darüber, dass man ein Vorzeigeheim machen wolle für Fremde. Ich war echauffiert darüber, dass so viel gemacht worden ist, aber negativ, nicht positiv. Ich war echauffiert darüber, dass viele 500 Euro bekommen in einer Talksendung und nicht gewillt sind, mal 1000 Euro zu spenden. Ist doch alles nur die Meinung von Medienkanzler, meiner einer, hier bei AWR News TV, um mal etwas gesagt zu haben. Ich habe mir diesbezüglich, weil ja die Anfeindungen jetzt beginnen, ist klar, wenn ein Videoclip über 12.000 Klicks hat, ja, dann kommen die Schergen und legen los. Naja, ich wünsche euch viel Spaß dabei, aber haltet euch ans Thema. So, ich habe auf eine Art gar keine Lust mehr, diesbezüglich jetzt was zu benennen. Es freut mich auf eine Art, dass die Menschen es verstehen. Es verwundert mich nicht, dass einige da sind, die sich als Troll outen und andere schlimme Sachen machen. Ausschlüsse, Beschlüsse und was weiß ich nicht, alles was sie beschließen, auf den Weg bringen. Ich kann nur eins sagen, wir sind nicht, wir werden auch nicht politisch. Wir haben alle Politiker hier zwischendurch als Kunde. So, die Grünen lassen hin und wieder mal hier etwas, zum Beispiel gegen rechtspopulistische Kackscheiße. Das ist von den Grünen. Die Grünen haben das gemacht. Nicht der Medienkanzler und auch nicht AWH News TV. Die Grünen gegen rechtspopulistische Kackscheiße. Ja, so könnte man so manches Thema, glaube ich, auf den Weg bringen. Also noch einmal, wir sind nicht politisch. Ich bin eine Spielfigur. Ich nenne manche Namen. Ich nenne manche Rubriken. Ich nenne manche Themen. Weil AWH News nun mal, alle wollen Hot News sehen. So, jetzt habt ihr wieder eingesehen, jetzt könnt ihr wieder schreiben. Die Trolle schreiben jetzt wieder, wie bescheuert ich bin. Ich soll Deutsch lernen. Ich soll mal den Friseur wechseln. Was ist das denn für ein Arsch? Was hast du denn genommen? Wow, 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 ihr seid Spitze. Also ich nenne euch Spitze. Also ich nenne die Spitze, die sich Zeit nehmen, um andere Leute zu beleidigen. Til Schweiger kann das leider nicht ab. Dabei beleidigt er andere. Ja, ich weiß zwar nicht, warum Til Schweiger Menschen beleidigen darf und warum andere Til Schweiger nicht beleidigen dürfen. Das ist eine merkwürdige Sache. Also wenn man schon beleidigt, dann muss man sich auch beleidigen lassen. Oder wie seht ihr das?